Orange, richtig viele Tiere. Als erstes schneiden wir bei der Orange den Deckel und den Boden ab. Und dann stellst du sie auf eine Schnittfläche, sodass sie einen guten Halt hat. Schneidest mit dem Messer schön die ganze Schale ab. Am besten so, dass so wenig weiße Haut wie möglich nur an der Orange kleben bleibt. Die ist nämlich bitter. Um die Filet schön rauszuschneiden, brauchst du eigentlich ein ganz schmales, dünnes Messerli und möglichst lang sollte es sein, um möglichst wenig Fruchtfleisch zu verlieren. Du musst am besten auf dieser einen Seite reinschneiden, das Messer drehen und das Filet einfach nur noch rausschupfen. Ich gehe hier immer über ein Schälchen, so kannst du den Orangensaft gerade auffangen und für später noch brauchen. Und um die ganze Orange richtig zu brauchen, drücke ich den Rest hier noch aus. Und übrig bleiben nur noch die Häutchen. Und so schnell entfilettiert die Orange.